Hey Leute, da bin ich wieder, Drache Charo, und endlich spielen wir Spyro 1 weiter. Und falls ihr euch fragt, hey, wieso sind wir nicht nice geben? Aufnahme. Yep. Es ist schon wieder passiert. Eigentlich hatte ich Dr. Schimpf schon durch. Aber Wayne. Machen wir ihn nochmal, einfach nur voll des Schiss. Nee, das ist schon Ewigkeit näher. Mann, wann habe ich denn letztes Mal Spyro aufgenommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt funktionieren wird. Ich habe es zweimal getestet und... Oh mein Gott! Riesige, fette Viper mit Kochlöffeln, die ihre Männer umschubsen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Leben! Yay! Wir haben endlich Leben. Wow. Und zum Glück muss ich jetzt nicht wegen der Edelsteine aufpassen. Ich rushe einfach nur zum Boss durch. Wow. Okay, das heißt ein almost fail. Ja. Also Edelsteine gab es hier überall. Die fetten Ladies hatten Edelsteine. Jetzt hatte ich kaputt, weil du mich fast getötet hättest. Zack. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das hier. Oh, ich habe sogar die Steuerung verpennt. Oh mein Gott. Zack. Ja. Ich muss mich wieder daran gewöhnen. Das Game und die Kamera ist störrisch. Störrische Kamera. So. Gut, machen wir mal Dr. Schimpf fertig und dann machen wir das Flug-Level und ich spiele den nochmal ab. Drachen wiederholen. Gerettet Trondo. Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Oh ja, da hast du recht. Hält sich so cool. Oh mein Gott. Wo bist du, dass du dich versuchen? So. Aha, genau, so mache ich ihn gar nicht. Ja, wir müssen ihn nur den Hintern besengen. Was schreist du so rum? Du bist cool. Nur cooles schreit man nicht, nicht rum, wenn man verletzt ist. Ach, genau. Falsche Taste. Zu viel Sheepdog und Wolf. Und was ist das überhaupt für eine Kreatur? Ist das eine Kröte? Oder... Ich weiß nicht, ein Lorch ist das nicht. Lalala. Wie halt eine Sonnenbrille? Was ist das? Ja, ich werde jetzt einmal getroffen, aber... Wir kriegen so einen Kristall, einfach nur so als Belohnung. Gut, damit hätten wir jetzt Dr. Schimpf gemacht. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich das Level zeigen und sagen, hier und dort war das, aber ich erinnere mich einfach nicht mehr. Es gab hier eine Schatzkiste mit einem Schlüssel und so. Jetzt fliegen wir nach Hause. Oh yeah. So, ab hier ist alles neu aufgenommen. Ab hier haben wir nichts gemacht. Und, wow, was soll das? In der Heimatwelt will ich nicht sterben, das wäre ein Fail. Nein, Leben, what the hell? Yay, hallo, Leben. Und, wow, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen, weil... Spyro springt manchmal einfach nicht, wenn es springen soll und... Jo. So ist das nun mal. Nein, Hasen. Hehe, Hasen. Darf sie jetzt erst zufrieden. Obwohl... In einigen Leveln hat es auch hinten Saison. Nicht gut. Wow. Das war jetzt aber knapp. Und endlich... Ich sag nichts. Ich sag einfach nichts. So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Wir machen heute ein neues Level. Ja, nicht das passiert. Nein, nein. Wie denkt ihr denn hin? Oh mein Gott, Fail. Ich muss mich wirklich an die Steuerung zurückgewöhnen. Das nervt. Spyro, jetzt bist du nett sein und warte. Wir machen das anders. So. Du kannst ja nicht Doppelsprünge, so wie Ralf. Ich meine, Ralf würde sowas in Blue schaffen und auf Wiedersehen. Night Flight. Eines der cooleren Fluglevel, glaube ich zumindest.
hoffe ich zu glauben. Und zur Level 2700. Ach ja, genau, das ist eines der cooleren Level. Yay, Ringe! Ja, das ist kein Frusti-Level wie der erste Flight. Oh, der erste Flight, oh Gott. Hey, und zack! Hallo, Elfe. Fee. Kiste. Okay. Wir haben jetzt sozusagen verloren, weil ich hier umdrehen musste. Ich dachte, da wäre noch eine Kiste, oh mein Gott. Ja, Spyro. Bremse ruhig. Wir wissen alle, dass du Vögeln auch nicht magst. Zack. So, durch die Zeittore. Und nee, das schaffen wir nicht mehr. Wie habe ich das sonst immer gemacht? Ich hatte irgendeinen speziellen Weg. Was für ein Weg. Oder vielleicht schaffen wir das doch. Spyro jetzt macht bloß keine Faxen sonst. Sonst werde ich Dawn of the Dragon spielen. Nee, Dawn of the Dragon ist ein geiles Spiel. Man kann unendlich rumfliegen. Oh, 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 oh. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Zwei Leuchttürme. Na, versuch ja. Eigentlich mag ich ja Fluglevel, aber nur in den späteren Spyro Games, wo man sie mit einem Mal schafft. Zack. Das war hier jetzt schon. Das nervt sonst, weil die Leuchttürme rumnerven. Das schlimmste Fluglevel allerdings ist, wie heißt das Level? Canyon Ring. Das letzte Fluglevel in Spyro Gateway to Glimmer. Und ja, jetzt läuft es sogar besser. Das ist einfach nur schlimm. Ja, ich benutze sogar die extrem coole Stimme, um es schlimm zu nennen. Genau so schlimm ist es. Ah, aua. Ich darf die Stimme nicht verwenden. Aua. Ja, ich rede dich immer wieder nur Stuss und... Nein, das war keine gute Idee. Nein, das war keine gute Idee. Zack. Keine Ahnung, dass ich jetzt mehr Zeit habe, wenn ich das schon gemacht habe. So, aber jetzt schaffen wir es. Ohne Probleme. Zack. Und zack. Und geschafft den zweiten Versuch. Oh, oh, oh. Wow. Schau dir mal das an. Eine Minute ist geblieben. Wir sind so cool. Und? Nein. Dann ein bisschen weniger. Okay. Gutes Fluglevel haben wir geschafft. Und wow, wir haben noch Zeit. Wir betreten jetzt die neue Welt. Anzahl Level 3000. Yay, wir sind so reich. Spyro, was wirst du mit dem ganzen Geld machen? Ein weiteres Sequel? Ach je, ich habe jetzt jemanden zitiert. Den werde ich noch kennenlernen. Yay. Hallo, Ballonfahrer Gosnold. Gute Arbeit, Spyro. Eines Tages ist jetzt vielleicht ein echter Drache. Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Magic Crafters. Zu den Magic Crafters. Yay. Ach je, in Magic Crafters Welt. Die Welt hat ein paar fiese Subwelten, also ein paar fiese Level, sozusagen. High Caves ist mehr oder weniger fies. Und das andere, ich weiß nicht, wie es heißt. Und wow, pink, lila, Musik, schön, alles nett. Schleim, nicht nett. Herr Dieb. Zack. Passt. Zack. Haha, wir fail. Wir haben schon sechs. Ja, sechs Eier. Wow. Wir machen Fortschritte. Und ja, die Magic Crafter sind eigentlich für die Magie zuständig in den Drachenwelten. Hallo du. Zack, Bams. Was sind das für Dinger? Und ein weiterer Drache wurde befreit. Kosmos. Willkommen in der Magic Crafters Welt. Bitte befrei die Drachen. Finde unseren